Hallo liebe Friends und willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy VI. Ich befinde mich hier vor Narsche, weil ich habe mich ein bisschen erkundigt, was man jetzt vor dem fliegenden Kontinent machen kann. Denn ja, im letzten Part ist ja dieses Stück von der Erde in die Luft geflogen und also mit Kefka und dem Imperator und die haben da irgendwas vor. Und wir müssen da jetzt eigentlich rauf, aber es gibt noch etwas, was wir tun können. Ich habe auch ein bisschen gelevelt. Um 2 Level jeweils, also diese Charaktere hier jetzt, die anderen nicht. Und ja, was ich jetzt tun werde, ist in Narsche, beziehungsweise ja, nördlich von Narsche, gibt es ja immer noch diese eine Esper. Da, wo sich Terra zum ersten Mal in ihre Form, in ihre Esper-Form verwandelt hat. Und da gehe ich jetzt hin, denn angeblich gibt es da, kann man sich da diese Esper holen und auch einen neuen Charakter. Und das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, dass das geht. Ich muss halt jetzt erstmal dahin, das heißt, Moment, kann ich da diesen Weg entlang gehen oder... Mal schauen, ich bin gespannt. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder diese total schwachen Gegner. Okay, hier ist nichts. Cool. Geil. Freut mich. Ach so, da kann ich jetzt rein, oder was? Okay. Moment. Wo führt mich das hin? Aha. Okay, da bin... Warte, was? Okay, dieser ganze Durchgang hier, das sagt mir gerade nichts. Ich habe keinen Plan, ob ich hier jemals durchgelaufen bin. Also darf ich jetzt mal flüchten, danke. Vor allem, wie oft ich mich einfach bedanke, wenn ich flüchten darf. Ach, Mann. Okay, jetzt geht's nach oben. Ja, und hier ist nichts. Gut. Gut. Das ist so dieser Moment, wenn man cool sagen will und dann sich denkt, ah, doch lieber gut, obwohl es eigentlich scheißegal ist. Und das hier ist der Ort, wo wir gegen Kefkas Armee gekämpft haben. Was ist denn schon wieder los? Okay, das heißt, wir sind hier jetzt richtig. Das ist gut. Ja? Kann ich hier irgendwas tun? Weil sonst müsste ich nochmal nachgucken, wie genau das funktioniert. Ja, das... Oder muss das mit Terra vielleicht sein? Moment. Ich gehe ganz kurz zurück. Und hole Terra. Obwohl, so kurz wird es jetzt auch nicht sein. Ach Mann. Vor allem, weil ich durch diese Kackhöhle muss. Und hier die ganze Zeit Gegner auftauchen. Das ist gar nicht schön. Bam, bäre, bam. Das ist auch total lang, dieser Weg. Das muss doch ein Witz sein. Ich darf flüchten und jetzt kann ich gerade überhaupt nicht singen. So komplett aus dem Takt. Oh Mann. So ein ewig weiter Weg, ne? Vor allem, ich bin eh schon extrem schnell mit den Laufstiefeln und das kommt mir immer noch so lang vor. So, jetzt muss man da extra in die Luft fliegen, dann lande ich erstmal komplett unnötig. Dann gehe ich dann nochmal rein und dann geht's. Ja, komm. Wir werden den Frieden aus eigener Kraft wiederherstellen, auf jeden Fall, aber jetzt erstmal... ja, komm, Terra. Celeste, dann haben wir die beiden Hot Girls dabei. Nein, Spaß. Ja, wobei eigentlich nicht, ne?
Ich halt schon mein Maul. So. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es irgendwie funktioniert. Ja, ich lasse jetzt einfach mal alles so. Ausrüstung, das reicht schon. So. Na schön, na schön, na schön. Oh, na schön, was ist denn mit dir los? Vor allem mit dieser Esper, warum reagierte die nicht auf mich? Das würde ich sehr gern erfahren. So. Also wenn es jetzt nicht nochmal funktioniert, dann... Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keinen Plan, was genau passiert, wie das getriggert wird oder was weiß ich. Deswegen werde ich dann... Junge! Dann werde ich wohl oder übel nachschauen müssen, was man da machen muss. Weil es hat auf jeden Fall mit dieser Esper zu tun. Aber auch mit den süßen Mogris, deswegen kann es sein, dass ich da zuerst mit denen irgendwas bequatschen muss. Naja, mal schauen, vielleicht... Vielleicht klappt es ja auch so. Schön wär's. Entschuldigung, hab mich ganz leicht verschluckt. So, komm. Okay, nein, ich muss gucken. Bis gleich, Leute. So, alles klar. Wir müssen ernsthaft vorher noch mit einem bestimmten Charakter in Nasche sprechen, damit das hier alles funktioniert, weil es sonst storymäßig überhaupt keinen Sinn machen würde. Naja, okay. Konnte ich ja nicht wissen, deswegen... Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, wo der genau ist, deswegen mal schauen. So, auf dem Bild, wo ich das jetzt nachgeschaut habe, auf der Seite, da ist das mitten in der Stadt auf den Straßen, aber... Na, mal schauen. Weil es steht eigentlich dabei, dass er in irgendeinem Raum ist und deswegen wäre das komisch, wenn er dann in der Stadt ist, weil dann stimmt das Ganze ja irgendwie nicht und ja. Und die Gegner regen mich auf, meine Güte, Alter. Also so ein bisschen getriggert bin ich jetzt schon, weil ich einfach nur dieses Event hier machen will und dann kommt die ganze Zeit diese Drecks-Anfangsgegner. Was wollen die eigentlich von mir kommen? Die sind alle einfach komplett lebensmüde, wenn die sich mit mir anlegen. Okay. Also hier ist er nicht, deswegen würde ich ganz gerne in den Häusern schauen. Nein, in den Geschäften normalerweise nicht, ne? Wäre zumindest sehr, sehr seltsam, weil da sonst auch nie jemand anders drinnen ist, außer dem Verkäufer. Ist er hier vielleicht? Hier ist auch nix. Also auf der Seite stand was von einem Treasure Room, also Schatzraum. Ja, da oben sind ja auch noch Häuser und vor allem da oben. Aber da komme ich nur über das Dach hin und auf das Dach komme ich nicht rauf. Das ist irgendwie voll die Verarsche. Oder irgendwo hier. What the fuck? War hier schon immer diese Musik? Ich spüre das Kraftfeld eines Magneten. Über die Esper weiß ich so manches. Ach so, das ist der Typ, der... Also der Geist. Der uns schon mal was von Espern erzählen wollte in... Zozo. War der auch anwesend? Aber ich brauche nichts.
Ich weiß Bescheid, geh bitte weg. Nö, nichts. Also ich laufe jetzt seit guten 10 Minuten rum und hab keinen Plan, was ich da mache. Dann gehe ich mal hier nach oben, vielleicht irgendwo hier. Nein, das ist das Haus von dem einen Avis oder wie der heißt. Das ist der Plattner, ist auch komplett falsch. Aha, da ist er, okay. Mist, auf frischer Tat ertappt. Bleibst du hier? Hallo. Ah, dieser Schatz ist mir, Wolfram von Stibitz. Kein Dieb, der sich mit mir messen könnte. Diebesmesser. Ohrring. Ach so, hier ist einfach so ein Raum mit ganz vielen Kisten. Das wusste ich auch nicht. 5000 Gil. Spiegelring, Diebesreif, Hyperreif und leer. Ja, das ist das, was der sich gerade geschnappt hat. Der Wolf. Fram von Stibitz, verflixt! Hä? Ah, der läuft da unten rum, ich hab's gesehen. Ah, da ist er. Bleibst du hier, du kleiner Lümmel? Ach, da oben ist er auf einmal. Lästige Fliegen! Warte, jetzt gibt's aufs Maul! Weil beleidigen lasse ich mich jetzt hier nicht. Ist ja wohl ein Witz. Ich meine, gut, solange die Gegner hier kommen, läuft der wahrscheinlich schon wieder längst weg. Ja. Wo ist er denn? Vor allem beim ersten Mal durchgehen kommt einfach nur einmal, kommen einfach nur einmal Gegner und jetzt die ganze Zeit. Ich könnte weinen. Ja, Entschuldigung dafür mal wieder. So, jetzt müsste sich gleich was triggern, wenn wir bei der Esper sind. Also ich weiß nicht, ob wir die Esper dann kriegen, aber auf jeden Fall etwas anderes. Ey! Keine Bewegung oder der Kollege hier segelt mit dem Bommel zuerst die Klippen runter. Ja, was soll ich denn tun? Hä? What the fuck? Okay, ich gehe dann mal wieder. Passiert aber auch nichts, ne? Hä? Was soll ich denn tun? Okay, wisst ihr was? Ich habe die Seite noch offen. Ich schau mal kurz nach. Man muss für eine Minute warten. Was? Okay, das ist echt... Wie kommt man drauf, dass man hier warten muss? Das ist schon ein bisschen weit hergeholt, will ich jetzt mal meinen. Ich hoffe, das ist auch richtig, wie ich das hier gerade mache. Nicht, dass ich bei der Textblase eine Minute warten muss. Ja, Leute, das... Dagegen kann ich jetzt auch nichts machen, das ist halt so. Und schneiden will ich es jetzt auch nicht unbedingt. Habe ich nicht wirklich den Bock dazu. Aber an sich müsste jetzt eine Minute auch gleich um sein. Es sei denn, ich muss halt wirklich bei der Textblase warten. Hm.
Ich meine, es tut sich gerade nichts. Ja, doch. Das war bestimmt schon eine Minute. Ich versuch's mal so. Keine Bewegung, okay. Dann warte ich jetzt hier nochmal. Vor allem, was ist denn ein Bommel? Der Kollege segelt mit dem Bommel die Klippen runter, was? Der Schatz, oder was? Ja, es ist halt jetzt auch eine bisschen seltsame Situation, weil es passiert nichts. Ich könnte drüber reden, wie schön der A-Knopf da rechts unten nach oben und unten geht, aber das ist jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Was laber ich eigentlich? Passiert jetzt mal irgendwas? Also langsam verliere ich echt die Geduld, ne? Leute, es... Was? Ich verstehe gerade nichts mehr, das ist... Ich werde hier jetzt nochmal einen Cut machen und dann schauen wir mal weiter, weil sonst wird das wird langsam echt langweilig, ne? Also, bis gleich. Hä? Hä? Jetzt auf einmal... Ich hab... nicht gewartet, das waren jetzt wirklich nur die paar Sekunden da. Hä? Okay, Nee, ich habe keinen Plan, was das hier triggert, aber... Ja. Kupo! Verdammt, störrisches... Achso. Verdammt, störrisches kleines Biest. Ah. Niemals, die Goldspange gebe ich niemals her. Okay, jetzt... Rette ich mal den Mock. Das ist nämlich der Mock. Kupo, dank. Du kannst sprechen. Meine Stimme. Du kannst sprechen? Ein Mogli, der die Sprache der Menschen beherrscht. Seine Tänze beschwören die Kräfte der Natur herauf. Mock. Oh yeah. Ein rauschbärtiger Opa namens Ramu hat mir eure Sprache beigebracht. Und in meinen Träumen erschien er und sagte, ich solle euer Freund werden, Kupo. Deswegen, Kupo, schließe ich mich euch an, Kupo. Na, wenn das so ist, dann werde ich mal einen Abgang machen. YOLO! Tot. Geronimo! Ich warte im Luftschiff, Kupo. Ist okay. Das hat echt viel länger gedauert, als es sollte, einfach weil ich null Ahnung hatte, was ich machen muss. Naja. Vor allem, ich habe auch total viel Scheiße gelabert irgendwie in diesem Part. Und wisst ihr auch, woran das liegt? Ich sag's euch, ich bin ganz offen und ehrlich, das ist der Alkohol, ne? Weil, wo ich das hier gerade aufnehme, ist Montagabend. Also eigentlich schon Nacht. Montagnacht und das Wochenende, das übertönt noch heute. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist jetzt bestimmt keine Ausrede, weil eigentlich spüre ich gar nichts mehr, aber ja. Oh Mann, was ist denn mit mir los? Naja, Leute, das werden wir nie erfahren. Aber was wir erfahren werden, ist, wie es das nächste Mal weitergeht. Weil ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas zu tun gibt vor dem magischen Kontinent, vor dem fliegenden Kontinent. Wir haben jetzt auf jeden Fall Mock, den werde ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Start und nach unten.
Weil eigentlich kriegt man den erst, also wenn man ihn hier nicht holt, viel, viel später. So erst gegen Ende des Spiels. Da hatte ich ihn auch beim ersten Mal durchspielen erst geholt. Das ist schon echt krass. Und uns fehlen nur noch 3 Charaktere und ja, man kann sich's denken, einer davon ist Shadow. Und wer die anderen beiden sind, naja. Auf jeden Fall, Mock ist Stufe 25, das ist eigentlich ziemlich hoch. Ich werde den jetzt, glaube ich, auch mal erstmal im Team lassen. Dann noch, ja, Edgar. Aber Seele ist vorne, bitte, ne? Ihr wisst wieso. So, dann noch kurz ausrüsten. Dreizack, Methylschild, Kopftuch, okay. Als Accessoire. Was mache ich für eine Scheiße? Als Accessoire nehmen wir mal den Hyperreif. Und. Und die Hermesstiefel, die sind immer ganz gut. Und dann noch eine Esper. Achso, Moment, ich habe jetzt gar keine Laufstiefel bei einem Charakter, das heißt, ich gebe sie mal ihm statt dem Hyperreif. Und dann eine Esper. Ja, Ramu, das passt ganz gut, weil der hat ihm ja die menschliche Sprache beigebracht, hat er uns erzählt. Bam, bam. Dann mache ich jetzt noch ganz schnell einen Kampf mit Mock, dass wir so seine Fähigkeiten sehen. Denn seine Fähigkeit ist Tanzen. Er lernt spezielle Tänze von, ich glaube, bestimmten Gegnern. Gestolpert. What the fuck? Ja, und er kann stolpern beim Tanzen. Und dann schlägt es halt fehl. Ja. Jetzt klappt's aber. Oder nee, ich glaube, diese Tänze, die hängen mit der Umgebung zusammen. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie er das lernt, aber... Der hat, glaube ich, für jede Kampfumgebung einen eigenen Tanz. Moment, Tänze. Die Kraft der Dunkelheit attackiert Gegner, ja. Sehr schön, aber... Naja. Leute, das war's für diesen Part. Danke fürs Zuschauen. Kennt ihr ja meine Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.